die multikulturelle Gesellschaft keine lebensfähige Form des Zusammenlebens ist, und das glaube ich auch. Die Menschen im Lande wissen, dass ihr Gesetz eben keine Begrenzung von Zuwanderung bietet. Und die Menschen im Lande wissen, dass Herr Schily am Anfang dieser Legislaturperiode gesagt hat, einen Satz, den hätte ich gar nicht gesagt, regen Sie sich doch nicht auf. Das Maß des Zumutbaren ist überschritten. Und trotzdem reden Sie über mehr Zuwanderung. Mit uns haben Sie die Alternative. Wir werden das ändern. Dieses Gesetz wird so nicht in Kraft treten. Und da muss man natürlich darüber sprechen, dass es den Missbrauch des Asylrechts gibt. Da muss man natürlich sagen, die Folge kann nur sein, Steuerung und Begrenzung von Zuwanderung. Alles andere wird keine Akzeptanz in der Bevölkerung finden. Und deshalb kämpfen wir dafür ganz hart und ganz entschieden. Natürlich war der Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander, dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert. Es kommen ja nicht Massengruppen, anonyme Zahlen, sondern es kommen ja einzelne Menschen zu uns. Also, und zur Obergrenze ist meine Haltung klar. Das heißt, ich werde sie nicht akzeptieren.